relevant. Sicherlich ein Punkt, wo wir sagen, hier geht es um Werthaltigkeit, hier geht es um durchgehend massives, solides System und eben auch sortenrein trennbar und gut recycelbar, gut baubar. Ich sprach gestern schon von schlagwörtlichen Cradle to Cradle und Urban Mining, die bei den Architekten inzwischen sehr geläufig sind, dass es darum geht, dass Gebäude, die heute gebaut werden, die Materialspeicher von morgen sind. Wenn ich dieses System hier sehe, wie gestern gezeigt, unverklebte Mineralwolle, schwere Qualität, einfach zu trennende Putzschicht, sortenrein, Kalksandsteinwand und innen im Idealfall ein Kalkputz. Der Edelkratzputz selber ist ja so der Klassiker aus der Region, aus der ich komme, Ruhrgebiet und Teile Norddeutschlands, aber auch Berlin. Im Süddeutschland eher ein bisschen unbekannter. Da hat sich der Scheibenputz sehr verbreitet, der aber eigentlich nur eine günstige Kopie, sagen wir mal, des Edelkratzputzes sein soll. Also wird dann auch fälschlicherweise oft Kratzputz genannt, wobei das so eine, ja, der Mensch ist faul, ne? Verkürzt die Wörter. Das war früher der Scheibenputz mit Kratzputz ähnlicher Struktur. Und dann hat man daraus irgendwann den Kratzputz gemacht. Das ist ja bequemer auszusprechen. Ne? Aber der eigentliche Kratzputz ist dieser hier, der tatsächlich aufgetragen und gekratzt ist. Mit einem Kratzigel, mit Stahlnägeln, wo man dann die Körner aus dem Gefüge löst und hier so eine sehr offenkornige, matte, schöne Struktur bekommt. Andere Putze auch, einen Kellenwurfputz, sehr grob. Auch die Korngröße und die Kornvarianten. Ich denke, da haben wir bei Weber, glaube ich, ein unglaublich breites Portfolio an verschiedenen Putzstrukturen. Und das ist genauso wie mit den Befestigungen der Winkel, wo wir gesagt haben, es muss eine Lösung geben, die technisch gut ist, die dann automatisch ästhetisch besser ist und die für den Handwerker auch attraktiv sein muss. Und wir nehmen jetzt natürlich hier dem Fensterbauer ein bisschen was weg von seinem Gewerk, aber dem sehen wir uns nicht so verpflichtet. Ne? Aber bringen eigentlich für alle an der Baustelle, die mit unserem Gewerk zu tun haben, einen positiven Effekt, also Win-Win-Win-Situation. Dann muss man sich tatsächlich nur einmal aufstützen. Ne? Dann habe ich das Fenster vorstehend, hier sieht man es, ne? Ein bisschen vorstehend, und dann stülpe ich das Fenster, die Zarge einfach zack auf das Fenster. Die Maße für so ein Fenster, die habe ich an jeder Baustelle. Denn die werden in der Regel ja neu eingebaut, wenn die alt sind, dann können wir das System vergessen. Aber neu eingebaute Fenster, der Fensterbauer liefert mir seine Produktionsmaße auf den Millimeter oder Zehntel Millimeter genau, wenn ich sie haben möchte. Millimeter reicht mir ja schon. Ich habe immer noch ein bisschen Spiel dabei und setze dann direkt an die Fassade, oder ich kann die so produzieren, dass ich hier einen leichten Versatz habe, dass ich aufs Fenster gehe, das Fenster noch ein bisschen überdämme. Und dann steht das leicht aus der Fassade raus. Das heißt, wir haben direkt einen Anschlag, wo wir auch mit wenig körperlicher Kraft diese Zarge einfach hochheben können. Die wiegt vielleicht 15 Kilo oder so für ein normal großes Fenster. Also bodentief, 1,30 Meter breit oder so, ne, haben sie vielleicht 17 Kilo. Also wirklich eine Sache, die man alleine ohne Probleme heben kann. Montage dann zu zweit. Hochreichen aufs Gerüst ist eigentlich die größte Herausforderung. Ne? Je nachdem, wie hoch das Gebäude ist, wie kriegt die Dinger unbeschädigt aufs Gerüst. Aber 17, 15, 20 Kilo in Niveau, vielleicht auch mal 23, 24 Kilo, das ist alles noch zu schaffen. Das ist keine Gewichte, die die Handwerker an der Baustelle nicht gewohnt wären. Es ist natürlich recht sperrig so, und man muss so ein bisschen aufpassen, das gerade hoch an die Fassade zu bringen und dann der eigentliche Knackpunkt ist einfädeln in die Gerüstlage. Aber solche Systeme, das muss natürlich abgestimmt sein mit dem Sonnenschutzanlagenhersteller. Und das ist, ich will das jetzt gar nicht hier so rausziehen, also diese Führungsnase, die liegt etwas oberhalb des unteren Abschlusses. Das ist ein bisschen, denn diese Konstruktion wird ja auch geliefert von dem, der die Sonnenschutzanlage selber liefert. Und die wissen schon, um den Schwachpunkt wird, ich muss bis unten kommen oder nicht ganz bis unten, aber möglichst tief. Und dann ist das so ein bisschen versetzt. Aber das ist ein Komplettsystem vom Sonnenschutzbauer, der das dann berücksichtigt oder auch nicht, je nachdem, welchen Hersteller sie da wählen. Da gibt es aber jede Menge Lösungen.